Andrea Wörle, die gebürtige Schongauerin, hat in Duisburg Politikwissenschaften studiert und im Ruhrgebiet als Finanzjournalistin gearbeitet. Im November 2023 wird Wörle zur bayerischen Spitzenkandidatin der Grünen für Europa gewählt. Die überzeugte Europäerin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Landwirtschaftliche Themen sind ihr also nicht fremd. Sie ist Allgäuerin, kommt vom Land und deshalb bin ich überzeugt, dass sie genau die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hier in Bayern mitnehmen wird, aber vor allem auch gute Lösungen erstreiten für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Doch im Rahmen der europaweiten Bauernproteste Anfang dieses Jahres kommt die Partei unter Druck. Die Grünen fordern unter anderem eine Reduzierung des Nutztierbestandes und mehr Flächenstilllegung. Schwierige Ausgangsbedingungen für den Europawahlkampf in Bayern. Beim Thema Migration sind sich die Grünen uneinig. Die Basis fordert, die EU solle mehr Menschen aufnehmen und will das Asylrecht stärken. Die Parteispitze hat sich aber für strenge Regeln zur Einreise ausgesprochen. Die EU-Asylreform wurde Mitte April im Europaparlament angenommen, aber gegen die Stimmen vieler grüner Abgeordneter. Bei einem Thema sind sich die Grünen wiederum einig: Cannabis. Das will die Partei europaweit legalisieren. Hauptaufgabe der Grünen wird es sein, in den nächsten Wochen die Themen Umweltschutz und Klima in den Mittelpunkt zu rücken.